Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Danke sehr, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie ich die Überschrift und den Antrag gelesen habe, den Schwarz-Grün uns heute vorgelesen, vorgetragen und hier eingebracht hat, habe ich gedacht, meine erste Frage an Sie ist, haben Sie überhaupt die Überschriften in Zeitungen in den letzten Tagen mal so gelesen? Ich habe mal so ein paar rausgesucht, ganz wenige. Kampf gegen drohende Überlastung, südhessische Kliniken verlegen wechselseitig Corona-Patienten, um freie Notfallkapazitäten zu erhalten. Kliniken in Frankfurt melden bereits, 90% der Intensivbetten sind belegt. Corona-Krise. So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen. In Hessen sind 80% der Betten belegt. Düstere Prognose wegen Corona. Vielleicht noch eine Woche. Große Sorgen um Krankenhauskapazitäten in Hessen. Und dann noch ein Beispiel, zugegebenermaßen aus dem Spiegel, überregional, allerdings der am Beispiel eines hier im Landtag sehr bekannten Hauses schreibt, Krise mit Ansage. Nach der ersten Corona-Welle bauten die Krankenhäuser die Zahl der Intensivbetten aus. Nur fehlt es an Personal, um die Hightech-Medizin auch einsetzen zu können. Einige Stationen können bereits niemanden mehr aufnehmen. Und gleichzeitig legen Sie uns diesen Antrag vor, Hessens stationäre Versorgung ist auch in einer ernsten medizinischen Situation gut aufgestellt. Schreibt die Presse Fake News, oder wie soll ich das verstehen? Ich verstehe allerdings gut, dass Sie in die Defensive gekommen sind. Schließlich haben wir ja in der letzten Landtagsdebatte hier unseren Antrag für einen hessischen Gesundheitsplan vorgelegt. Und die SPD hat ja noch einmal deutlich gesagt, dass die Investitionen erhöht werden müssen. Und um aus dieser Defensive herauszukommen, wollten Sie heute zu einem propagandistischen Befreiungsschlag ausholen. Das ist Ihnen aber so etwas von misslungen, muss ich jetzt sagen. Aber zu Ihren Kernaussagen aus Ihrem Antrag zur Situation der stationären Versorgung. Das sind vier Punkte. Modell der koordinierenden Krankenhäuser funktioniert, Intensivkapazitäten ausgebaut, Stufenplan und Hessens Investitionen. Davon ist, um es auf einen Punkt zu bringen, nichts korrekt. Es ist viel Selbstbeweihräucherung, sehr wenig Empathie. Kollegin Sommer hat es ja auch schon gesagt, wenig Empfinden darüber, wie solche Anträge auch bei den Leuten im Gesundheitswesen ankommen. Und das sind die Beschäftigten, das sind die Klinikleitungen, die haben Schaum vor dem Mund, wenn sie das lesen. Aber gehen wir es eins für eins durch, ein Stück eins nach dem anderen. Das Modell der funktionierenden Kliniken, der koordinierenden Kliniken funktioniert. Die Frage ist nur, für wen? Die Krankenhäuser stehen im Wettbewerb. Das ist nicht unsere Idee, absolut nicht unsere Idee. Aber es ist Ihre Politik der Ökonomisierung und der Fallpauschalen und der Privatisierung insbesondere. Jetzt haben Sie einfach einmal sechs große Kliniken herausgesucht. Die haben jetzt Zugriffsrechte und Ressourcen auf die anderen Kliniken. Damit benachteiligen Sie aber die kleinen und kommunalen Kliniken. Die Freihaltekosten für die Intensivkapazitäten, die früher übernommen worden sind, werden immer noch nicht übernommen, weder vom Bund noch vom Land. Ergebnis, das ist der Bericht einer Klinikleitung, ein wirtschaftlicher Betrieb im Intensivbereich fordert eine Belegung von 20 Covid-Patienten zu 80 Non-Covid-Patienten. Und das ist aber nicht das wäre die wirtschaftliche Rechnung. Das ist aber nicht die Rechnung, mit der wir jetzt gerade arbeiten können, weil die Situation uns ganz anderes erfordert. Wer elektive Eingriffe jetzt von sich aus begrenzt, welche Klinik das macht, der treibt die eigenen Klinik in die roten Zahlen. Wollen Sie denn das wirklich? So werden die knappen Ressourcen im Intensivbereich nicht geschützt. Auch die Kliniken werden nicht unterstützt, im Interesse der Patientinnen und Patienten und betriebswirtschaftlich auch verantwortungsvoll zu handeln.
Und dann hinterher müssen Sie sich von Herrn Bocklet beispielsweise sagen lassen, dass Sie nicht mit Ihrem Geld umgehen konnten. Aber sorry, ohne Freihaltepauschalen wäre es im Frühjahr auch nicht möglich gewesen, genügend Intensivkapazitäten vorzuhalten. Sie werden nicht darum herumkommen. Und es ist nicht notwendig, alle elektiven Eingriffe zu verbieten. Sie müssten einfach nur Pauschalen für freigehaltene Betten zahlen. Und das wäre Ihre Aufgabe. Das müssten Sie jetzt tun. Punkt 2. Der Ausbau der Intensivkapazitäten war erfolgreich, schreiben Sie. Ja, viele Betten und Beatmungsgeräte nützen mal gerade gar nichts, wenn es kein ausgebildetes Personal dazu gibt. Das ist ein schmaler Satz in Ihrem Antrag. Ansonsten spielt das Personal keine Rolle bei Ihnen. So, ich möchte gerne mal wissen, was haben Sie denn als Landesregierung getan, um seit März die Pflegekräfte zu qualifizieren, damit sie im Intensivbereich tatsächlich auch eingesetzt werden können? Warum ist das Einzige, was Minister Klose zu dieser Personalsituation einfällt, die Aufhebung der Personaluntergrenzen? In der Intensivmedizin sind diese Personaluntergrenzen schon viel zu hoch. Die Pflegekräfte sollen es mal wieder ausbaden, sollen massiven Stress, schlechte Arbeitsbedingungen und längere Schichten ertragen, weil es seit Jahren, seit Jahrzehnten keine sinnvollen, richtigen Konzepte zur Personalsicherung gibt. Und es ist einfach nicht möglich, mehrere beatmete Patientinnen und Patienten gleichzeitig zu versorgen. Reden Sie doch einmal mit Intensivpflegekräften. Die brauchen eine 1:1-Pflege. Gerade die Entwöhnung von der Beatmungspflege ist eine super zeitintensive Angelegenheit. Und deshalb brauchen wir auch endlich die Personalmindeststandards. Verdi hat ja zusammen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat, also den Arbeitgebern, mit der PPR 2.0, also der Personalmindestregelung, ein Instrument zur Personalbemessung für die Pflege auf Grundlage der alten Pflegepersonalregelung entwickelt. Und damit wurde auch das gibt es seit Anfang 2020, meine ich, diese Regelung. Sie ist leider immer noch nicht in Kraft gesetzt. Allerdings ist diese Vereinbarung aufgrund dieser konzertierten Aktion Pflege eben genauso umgesetzt worden. Und es geht darum, wirklich eben den Personalbedarf aufgrund der Patientengruppen und der Leistungsfelder entsprechend einzuschätzen und auch in die digitale Datenverarbeitung des Krankenhauses einzubinden. Das ist eine bürokratiearme Regelung. Sie orientiert sich an den anerkannten Standards einer qualitativ hochwertigen Patientinnenversorgung und gewährt eine große Sicherheit. Das wäre eine sinnvolle Lösung, das jetzt für alle bettenführenden Stationen einzusetzen. Es wäre ein Ordnungsrahmen für eine richtig bedarfsgerechte Personalausstattung. Und es ist natürlich wesentlich mehr als das, was wir gerade als Personaluntergrenzen haben. Und da erwarte ich doch einmal den Einsatz der Hessischen Landesregierung und den hessischen Sozialministern. Tun Sie endlich einmal was, mit diesem Einsatz dieser Regelung auch wieder Personal zu halten und es für die Pflege zurückzugewinnen. Das wäre allerdings nur der erste Schritt. Danach muss man natürlich ein wissenschaftlich fundiertes Instrument der Personalbemessung einrichten. Zu dem Eskalationskonzept. Ich höre aus den Kliniken anderes. Es funktioniert nicht, keine Vorlaufzeiten, die Übergänge funktionieren nicht. Die Arbeitsplanung für Beschäftigte ist so nicht möglich. Die Beteiligungsrechte für Betriebsräte werden ausgehebelt. Und noch einmal ein Wort zu den Betriebs- und Personalräten. Die Belegschaft eines der Landesregierung guten bekannten Krankenhauses, man munkelt sogar, dass sie Träger des Klinikums ist, hat sich an die Eintracht gewandt und gefragt, ob sie ihnen auch ein paar Testkapazitäten sponsern, da zu diesem Zeitpunkt die Testung des Pflegepersonals symptomlos nicht möglich wäre. Die Folge dieses Schreibens war eine Abmahnung des Personalratsvorsitzenden. So geht man in Hessen mit den Nöten und von Pflegekräften und den Sorgen und Nöten von Pflegekräften um. Und ich frage mich wirklich, ob die Landesregierung sich da mal engagiert und hier auch dem Einhalt gebietet. Frau Dr. Sommer hat ja schon einiges zu den Investitionsverpflichtungen gesagt.
Sie kommen den Verpflichtungen immer noch nicht nach. Es fehlen immer noch 200 Millionen € jährlich. Und der Anteil des Landes ist ja sehr gering. Sie holen einfach das Geld der Kommunen. Und was mich echt ärgert, wissen Sie, die Kommunen sind nicht in der Lage, ihre kommunalen Krankenhäuser zu finanzieren, müssen aber Geld in diese Krankenhaus- und Heimatumlage geben. Und damit werden wieder private Krankenhäuser in Hessen finanziert. Das ärgert mich wirklich unerwartet. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Also kein Mensch erwartet, dass in einer Ausnahmesituation das alles funktioniert. Aber so ein bisschen Fehlerkultur, das würde ich von Ihnen doch wirklich mal erwarten. Aber Sie, das ist das, was so uns und andere auch wirklich in Rage bringt. Aber Jubel, Trubel, Heiterkeit hier zu verkünden, dafür gibt es wirklich überhaupt gar keinen Grund. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Wort hat der Abg. Pürsün. FDP-Fraktion. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die stationäre Versorgung sei gut aufgestellt, heißt es in diesem Antrag. Liebe Landesregierung, wo waren Sie die letzten Monate? Die stationäre Versorgung ist eben nicht optimal aufgestellt, und diese Landesregierung tut alles, damit das auch so bleibt. Das liegt natürlich nicht an dem Personal. Das gibt nämlich alles, Tag und Nacht. Und daher ist dieser Antrag zynisch und geht an der Realität vorbei. Dieser Antrag soll ja eigentlich zur stationären Versorgung sein, aber vor allen Dingen der Kollege Bocklet hat ja über die Pandemie gesprochen. Da sehen wir, dass unsere Kritik wirkt, wie ernst die grüne Fraktion diese Kritik nimmt, wie sehr die grüne Fraktion auch den Glauben verloren hat, dass Minister Klose eine gute Pandemiearbeit leistet. Von daher ist da wohl der Glauben verloren gegangen. Und wir sehen natürlich auch, dass die grüne Fraktion sich mit den Freien Demokraten beschäftigt. Ehrt uns, auch mich. Wir beschäftigen uns aber mit der Situation der Gesundheit in Hessen. Und sollte das ein Antrag zur Pandemie gewesen sein, dann ist es eine Unverschämtheit, den ambulanten Sektor nicht zu erwähnen. Als würde der ambulante Sektor keinen Beitrag leisten, als würde der ambulante Sektor nicht der Garant dafür sein, dass der stationäre Sektor nicht überlastet wird. Aber es passt natürlich, denn die GRÜNEN in ihrem neuen Wahlprogramm wollen ja niedergelassene Praxen abschaffen. Hört, genau. Ja, ich merke, die hessischen GRÜNEN scheinen das Programm nicht zu kennen. Ich würde es auch empfehlen, lesen. Machen Sie in der Regel nicht so oft. Sprechen Sie doch mal mit den Ärztinnen und Ärzten, die an ihren Belastungsgrenzen sind, mit dem Pflegepersonal, das völlig unzureichend vorhanden ist, auch über die Enttäuschung, dass der Pflegebonus einen Teil der Personen noch nicht erreicht hat, einen Teil erreicht hat, einen anderen Teil nicht. Am heutigen Deutschen Pflegetag ist die Stimmung unter den Pflegern miserabel. Reden Sie mit den Krankenhausbetreibern, die Betten vorhalten, für die es kein Personal gibt und die Geld kosten, die rote Zahlen schreiben und von Schließungen bedroht sind, oder mit den Patienten, die weiter mit Schmerzen ausharren, weil Operationen verschoben wurden oder deren Tumor erst einmal nicht entfernt wird. All das offensichtlich und von uns wiederholt vorgetragen und gefordert, ohne Beachtung seitens der Landesregierung. Aber der Reihe nach zu den einzelnen Punkten Ihres schwachen Antrages. Zuerstens falsch. Die stationäre Versorgung ist nicht optimal aufgestellt in Hessen. Und es wird einem natürlich Angst und Bange, wenn man beim Kollegen Bocklet hört, wie er die Zahlen durcheinander bringt. Es sind unterschiedliche Dinge, positive Corona-Tests,
Covid-Patienten, Intensivpatienten sollte man nicht durcheinanderbringen. Denn wir drohen an die Grenzen des Gesundheitssystems zu kommen, und da hilft dann auch Ihr Lockdown-Light nicht mehr. Die Betten werden volllaufen, und die Bilder von übermüdetem Personal mit übermüdeten Gesichtern von der Schutzausrüstung werden sich mehren. Sie versuchen, den großen Einsatz des Gesundheitswesens als Ihren Erfolg darzustellen. Er ist es aber nicht. Was in Hessen läuft, geschieht trotz dieses Gesundheitsministers nicht dank. Hessen hat es geschafft, in der zweiten Welle so schlecht dazustehen wie kaum ein anderes Bundesland. Ich frage mich, ob das den Fraktionen von CDU und Grünen bewusst ist, wie sehr sich Hessen im Laufe der Pandemie auf der Statistik bundesweit verschlechtert hat. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage vom September erfuhren wir, dass im Ministerium von Staatsminister Klose die Stelle des Abteilungsleiters Römisch 5 nicht besetzt ist. Das ist die Abteilung Gesundheit. Ist das Ihr Ernst? Und weiter erfuhren wir, dass die Stelle im Zuge der Pandemie kommissarisch besetzt wurde. Na ja, was soll man sagen? Das mag das eine oder andere erklären. Zu zweitens, der Planungsstab stationäre Versorgung. Ja, was er so genau macht, das ist Ihr gutes Geheimnis. Und wenn Sie davon überzeugt wären, dass es gut laufen würde, müssten Sie nicht einen so langen Antrag schreiben. Sie schreiben da alles Mögliche auf, um sich Mut zuzusprechen. Wenn die Leistung gut wäre, würden wir es hier im Plenum auch gar nicht diskutieren müssen. Zu drittens. Die Landesregierung hat mit 10 Millionen Euro Beatmungsgeräte angeschafft und die Intensivbettenkapazität ausgebaut. Ja, Wahnsinn. Haben Sie auch Pflegekräfte gefunden? Wenn nicht, helfen uns nämlich die Betten wenig. Zu viertens. Schutzausrüstung ist wohl inzwischen ausreichend vorhanden. Das begrüßen wir. Allerdings begrüßen wir nicht, dass uns Mitteilungen erreichen, dass die Qualität des Schutzmaterials teilweise so unzuverlässig ist, dass man doch lieber selber versucht, auf anderen Wegen Schutzmaterial zu beschaffen. Zu fünftens. Das Sonderkapitel Corona des Krankenhausplans ist bis zum 30. September befristet. Ich weiß, dass das an der befristeten Regelung zu den Ausgleichszahlungen liegt, aber es ist auch Sinnbild der fehlenden Weitsicht dieser Landesregierung. Das Kapitel wurde im Juni veröffentlicht, für wenige Monate. Welchen Mehrwert erwarten wir da? Zu sechstens. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Rettungsdienst funktioniert. Das erwarten wir selbst bei einem Staatsminister Klose. Der Herr Bocklet hat gezählt anscheinend, dass wir uns 30 Stunden, das sagt genau der Richtige, der Spalter hier in diesem Hessischen Landtag, Herr Wagner. Der Kollege Bocklet scheint gezählt zu haben, 30 Stunden sollen wir gemeinsam getagt haben. Und da haben wir von Herrn Staatsminister Klose in erster Linie gehört, er sei für dieses und jenes nicht zuständig oder er hat keine Kenntnisse. Zu siebtens. Die Investitionsförderung reicht nicht. So oft, wie ich das hier ausgeführt habe, sollte das eigentlich auch bei der Landesregierung angekommen sein. Zu achtens. Die Investitionsmittel werden erhöht werden. So steht es da drin. Schönes Versprechen. Mal sehen, was daraus wird. Ich habe da so eine Vorahnung. Alles in allem, danke für den Antrag, aber die Energie und Arbeitskraft hätten Sie sinnvoll investieren können. Ihre Bilanz ist schlecht. Akzeptieren Sie diese bittere Realität endlich. Hessen hat das nicht verdient. Es heißt, Hessen bleibt besonnen. Ehrlicherweise müsste es heißen, Hessen bleibt bescheiden. Von dieser Landesregierung ist nichts zu erwarten. Werden Sie endlich Ihrer Verantwortung gerecht. Wir zeigen Ihnen Ihre Versäumnisse auf. Handeln ist überfällig. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Das Wort hat der Sozialminister. Ja, ich kann nur nach den Wortmeldungen. Ich habe keine weitere Wortmeldung mehr. Jetzt musst du entscheiden, ob du willst oder nicht. Bitte sehr, der Minister hat das Wort. Kai, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist notwendig, die Debatte mal wieder auf die Fakten zurückzuholen und die Ernsthaftigkeit
Ernsthaftigkeit, die dieses riesige Thema verdient, hier auch entsprechend darzustellen. Diese Pandemie bestimmt das Jahr 2020 weltweit, auch in Hessen. Die ganze Welt muss mit diesem neuartigen Virus umgehen. Das Virus hat bereits Hunderttausende von Menschenleben gekostet. Und wegen jedes einzelnen Opfers dürfen unsere Anstrengungen, das Virus zu bekämpfen, niemals nachlassen. Und da ist das Gute, dass wir jeden Tag mehr über dieses Virus erfahren. Wir kennen die tödliche Gefahr, die von SARS-CoV-2 ausgeht. Wir wissen besser als zu Beginn, wie wir uns dagegen wappnen können, durch Masken, durch Abstand, durch die Reduktion unserer Kontakte. Das sind Maßnahmen, die alle hart sind, die unser Leben massiv einschränken. Sie sind aber nötig, um die Neuinfektionszahlen zu reduzieren und vor allem die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses Virus nach unten zu bekommen. Und abgesehen davon, dass niemand, wirklich niemand an Covid-19 erkranken sollte, diese Neuinfektionszahlen zu reduzieren, ist auch deshalb dringend nötig, weil wir eben wissen, dass ein Teil der Infizierten wenige Wochen später leider so schwer erkrankt, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wird. Und mit 1 bis 2 weiteren Wochen wird ein Teil dieser Schwererkrankten dann leider auch so krank, dass er auf der Intensivstation versorgt und vielleicht sogar künstlich beatmet werden muss. Und da sind die Kapazitäten endlich. Sie sind technisch endlich, auch wenn wir sie in einem großen gemeinsamen Kraftakt seit dem Frühjahr massiv ausgebaut haben. Sie haben es gehört, die Zahl der Intensivbetten in Hessen wurde praktisch verdoppelt. Diese Kapazitäten sind aber auch real endlich, weil nur begrenzt Personal zur Verfügung steht. Wir wollen alle versorgen, die schwer erkranken, Covid- und Non-Covid-Patientinnen und Patienten. Wir wollen nicht in eine Situation kommen, in der Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wer Zugang zu einem Beatmungsgerät hat und wer nicht. Und deshalb lenken wir all unsere Anstrengungen darauf, diesen Punkt der Endlichkeit niemals zu erreichen. Damit das nicht geschieht, haben wir in ganz engem Schulterschluss mit den Kliniken, mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und dem öffentlichen Gesundheitsdienst sämtliche Vorbereitungen getroffen, um das mit allen Mitteln zu vermeiden. Denn allen Beteiligten ist doch eines klar: Nur in den Krankenhäusern können schwer und schwersterkrankte Covid-19-Patientinnen und Patienten versorgt werden. Nur hier können wir Intensivmedizin bis zum Einsatz von Beatmungsgeräten, die die Funktion einer externen Lunge übernehmen, einsetzen. Und deshalb haben wir diesen Bereich in Hessen ganz früh in diesem Jahr in den Fokus genommen. Wir haben bereits im Frühjahr Maßnahmen ergriffen, um die Krankenhäuser zu unterstützen. Materiell, zum Beispiel durch das 10-Millionen-Euro-Programm für die Beschaffung von 460 zusätzlichen Beatmungsgeräten und die Liquiditätsspritze aus den Investitionsmitteln, aber eben auch strukturell. Und das zentrale Element dieser Struktur ist der Planungsstab stationär, den ich am 21. März eingesetzt habe. In diesem Planungsstab sind neben der Fachexpertise des Ministeriums die Spitzen aller koordinierenden Krankenhäuser der 6 Krankenhausversorgungsgebiete vertreten. In diesem Kreis haben wir uns übrigens jenseits auch aller Konkurrenzen, die zwischen Kliniken in einem stark ökonomisierten System bestehen, auf das hessische Stufenkonzept zur Steuerung der stationären Kapazitäten verständigt. Ein Konzept, das längst bundesweit zum Vorbild erklärt wird. Und gerade jetzt sehen wir doch, wie wichtig diese Vorarbeit ist. In der jetzigen angespannten Lage können wir auf das zurückgreifen, was wir im Frühjahr errichtet und im Sommer ausgebaut haben. Und was macht dieses hessische Konzept aus? Erstens, wir haben die Schweregrade der Erkrankten nach den medizinisch anerkannten Kriterien der WHO eingeteilt. Zweitens, wir haben die Krankenhäuser nach ihrer Ausstattung und Leistungsfähigkeit in 4 Leveln beschrieben. Und wir haben drittens gemeinsam definiert, wann
weitergehende Maßnahmen notwendig sind, beispielsweise die Verlegung von Patientinnen und Patienten mit Hilfe der Rettungsdienste. Und Frau Böhm, da muss ich Ihnen einfach sagen, dass wir jetzt teilweise Patientinnen und Patienten verlegen müssen, das ist genau ein Beleg dafür, dass unser System funktioniert. Weil wir so natürlich Kapazitäten, die dringend benötigt werden, freimachen. Und dahinter stehen alle Versorgungsgebiete, alle Krankenhausversorgungsgebiete in Hessen. Und aus diesen Elementen, die ich eben beschrieben habe, entsteht dann eine stabile Matrix, die vor allem deshalb so stark ist, weil ihr objektive und von allen akzeptierte Kriterien zugrunde liegen. Das ist die Grundlage für ein ganz dichtes Netz der Kooperation zwischen den Krankenhäusern, aber auch mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die dafür sorgt, dass wir in Hessen eine bestmögliche Versorgung aller Patientinnen und Patienten sicherstellen können. Und es ist diese regional situative und vorausschauende Strategie, die uns jetzt ermöglicht, die normale Krankenhausversorgung in möglichst vielen Teilen des Landes aufrechtzuerhalten, weil wir in der Lage sind, schnell und gezielt einzugreifen, sobald es notwendig wird. IVENA, die Software, die schon erwähnt wurde, bietet dafür die wichtigste Grundlage. Und wenn Sie, Frau Dr. Sommer, sagen, wir sollen auf die Intensivmediziner hören, ich sage Ihnen, was der Präsident der Vereinigung der Intensivmediziner sagt, darf da zitieren: Hessen ist ein Vorbild, es ist Zeitverschwendung, wenn in 16 Bundesländern 16 Mal das Rad neu erfunden wird. Ein gutes System sollte bundesweit übernommen werden. Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt. Mit dem Sonderkapitel zum Krankenhausplan und der Allgemeinverfügung, die ich Mitte Oktober erlassen habe, haben wir die Krankenhäuser zur Bereithaltung bestimmter Kapazitäten für COVID-19-Patientinnen und Patienten verpflichtet. Und trotzdem ist es so, wie überall, dass die Zahl der Menschen, die stationär versorgt werden müssen, leider weiter stark ansteigt. Wir sind aber aufgrund unseres Systems in der Lage, auch entsprechende neue Kapazitäten zu schaffen. Und das heißt ausdrücklich, und so haben wir es in Hessen von Beginn an gehandhabt, nicht nur Betten und Geräte, sondern auch die dafür nötigen Pflegekräfte, um mit tatsächlich verfügbaren Zahlen zu arbeiten. Denn kein Bett pflegt alleine. Dazu braucht es Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, die eine unendlich wichtige Arbeit machen und denen wir gar nicht genug danken können. Und deshalb freue ich mich, dass auch das Land Hessen die riesigen Leistungen der Pflegenden auf den Corona-Intensivstationen zusätzlich wertschätzt und die bundesweite Prämie für die Krankenhauspflege mit hessischem Geld um mehrere Millionen Euro aufstockt. Außerdem unterstützen wir die Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung. Seit dem Frühjahr haben wir über 100 Millionen Schutzmasken erworben, die auch an die Krankenhäuser gingen. Und auch das ist ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Situation an den Kliniken. Und dennoch, meine Damen und Herren, wissen wir alle, dass die kommenden Wochen die hessischen Krankenhäuser vor eine weitere außergewöhnliche Belastungsprobe stellen. Deshalb wollen wir sie zusätzlich zur Pauschalförderung von 283 Millionen Euro finanziell unterstützen und weitere 120 Millionen Euro aus dem Sondervermögen bereitstellen. In den nächsten 3 Jahren stellt das Land den Kliniken damit über 1 Milliarde Euro für Investitionen zur Verfügung. 1 Milliarde Euro. Noch nie in der Geschichte des Landes hat es eine so umfangreiche Unterstützung gegeben. Die Krankenhäuser in Hessen können sich auf die Landesregierung verlassen, und das wissen Sie auch. Und da Sie das ja jetzt auch wieder in Zweifel gezogen haben, Hessen liegt im Ländervergleich nicht nur bei den Fördermitteln pro Bett, pro Fall und insgesamt im oberen Drittel, sondern bei der Krankenhausinvestitionsquote für die Plan- und sonstigen Krankenhäuser auf dem 1. Platz. Das sage nicht ich, sondern das sagt die Bestandsaufnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus dem vergangenen Jahr. So sehen die Fakten aus. Sie weigern sich leider, sie zur Kenntnis zu nehmen.
Und gerade in dieser kritischen pandemischen Phase muss sich dann auch der Bund wieder stärker einbringen. Es muss eine modifizierte Freihaltepauschale her, damit entfallende Erlöse für elektive Eingriffe kompensiert und die Kliniken nicht mitten in der Pandemie unter zusätzlichen ökonomischen Druck gesetzt werden. Gerade an dieser Stelle, das fordern übrigens alle Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder quer durch alle Farben, muss der Bund wie im Frühjahr liefern, um den Kliniken zusätzlichen Handlungsspielraum zu verschaffen, damit sie alle Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen können. Und deshalb fordere ich auch von hier aus und heute den Bundesgesundheitsminister, aber auch den Bundesfinanzminister noch einmal auf, an dieser Stelle endlich Bewegung zu zeigen. Denn diese Aufgabe kommt dem Bund zu, und diese Herausforderung können weder die Kliniken noch die Länder alleine bewältigen. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Herr Präsident, vielen Dank für den Hinweis. Meine Damen und Herren, dass wir bislang verhältnismäßig gut durch diese Pandemie gekommen sind, das verdanken wir vielen hoch engagierten Menschen, die die Bekämpfung dieses Virus und seiner Folgen seit Beginn des Jahres zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Das gilt für jeden Einzelnen, der auf die Regeln achtet. Das gilt für die vielen Menschen, die beruflich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind. Das gilt für Wissenschaft und Forschung, die ständig neue Erkenntnisse liefern und so unschätzbare Dienste leisten. Es gilt aber auch für diejenigen, die im Planungsstab und in den koordinierenden Krankenhäusern mithelfen und diese Aufgabe ohne zu zögern und zusätzlich geschultert haben. SARS-CoV-2 stellt uns vor Herausforderungen, wie wir sie seit Generationen nicht erlebt haben. Wir begegnen dem mit einer Fülle staatlicher Maßnahmen. Dazu gehören Vorbereitungen und Schutzmaßnahmen, genau wie Einschränkungen und Verbote. Es ist aber klar, dass diese staatlichen Maßnahmen alleine niemals ausreichen werden. Wir müssen dem Virus zusätzlich als Gemeinschaft entgegentreten, mit Schwarmintelligenz, denn wir werden diese Herausforderung nur bewältigen, wenn alle mithelfen. Denn eines ist einfach wahr. Dieses Virus geht nicht alleine spazieren. Es kann sich nur verbreiten, wenn wir Menschen es ihm erlauben. Wir haben es im Frühjahr schon einmal geschafft, seine Verbreitung durch eine große Gemeinschaftsleistung einzudämmen. Und ich bin fest davon überzeugt, das kann uns auch wieder gelingen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte zu den Tagesordnungspunkten 75 und 93. Abstimmung machen wir heute Abend oder geht es in den Ausschuss? Alles in den Ausschuss? Ja, gut, dann wird es an den Ausschuss zur weiteren Beratung überwiesen.